Willkommen bei Benjamin Steve, mein Name ist Steve und wir spielen heute die Demo von Prim. Los geht's. Das hast du vorhin auch schon gesehen. Liebes Tagebuch, es heißt, Freunde seien die Familie, die man sich aussucht. Nur bedeutet das leider im Umkehrschluss, die Familie ist die Familie, die man sich nicht aussucht. Wenn du dich jetzt wunderst, warum ich meinen Eintrag mit so etwas Offensichtlichem beginne, warte ab, bis du meinen Vater kennenlernst. Das ist mein Paps. Er ist der Tod. Und ich meine das nicht wie in er ist todernst oder er ist sterbenslangweilig. Nein, er ist der Tod. Derjenige, der sein und Nichtsein auf der Erde kontrolliert. Und die Seelen der Lebenden ins Reich der Toten verfrachtet, wenn sie sterben. Das wäre an sich kein großes Problem. Andere Kinder haben auch Eltern mit grausamen Berufen. Die sind dann Finanzbeamte, Anwälte oder Lehrer. Das Problem ist folgendes. Seit Tagen träume ich von diesem Menschenjungen. Im Traum ruft er nach mir. Ich kenne ihn nicht, aber ich spüre, er ist in Gefahr und braucht meine Hilfe. Allerdings würde mir Paps nie, ich wiederhole, nie erlauben, ins Land der Lebenden zu reisen. Denn so seltsam das auch klingen mag, wenn es um mich geht, macht sich mein Vater bei so gut wie allem in die Kutte. Ich darf keinen Sargball spielen, weil ich mir Splitter einziehen könnte. Ich darf nicht in den verbotenen Wald gehen, weil, Zitat, dort unfassbares Grauen lauert. Und das Land der Lebenden ist natürlich besonders tabu. Die Schuhe. Ist so geil skurril. Versteh mich nicht falsch. Normalerweise höre ich auf Paps. Aber diesmal nicht. Diesmal werde ich einen Weg finden zu fliehen. Der Haken an der Sache? Wir hatten gerade einen heftigen Streit, der in vollkommen unberechtigtem Hausarrest für mich endete. Dann hat Paps mich in meinem Zimmer eingeschlossen. Wie so häufig. Ich muss also erstmal einen Weg hier rausfinden. Vielleicht beginne ich meine Suche mit dem mysteriösen Päckchen auf dem Fensterbrett. Ich könnte nämlich schwören, dass das vor einer Minute noch nicht da stand. So. Mausklick interagieren, Rechtsklick anschauen, hoch, Menü, runter mit dem Rad, schließe Menü. Okay. Na dann. Mysteriöses Paket. Der Mauszeiger auch so. Wie in Hades Namen ist das denn hier hingekommen? Was ist das denn? Was bist du denn für einer? Schüchtern, der Kleine. Warte nur, dich kriege ich schon noch. Sessel. Kann auf den Sessel steigen. Und was jetzt? Spinnenwebe? Keine schlechte Idee, aber ich komme nicht dran. Okay. Ich komme immer noch nicht dran. Ich bin doch kein Baby mehr, das auf seinem Schaukelpferd reitet. Außerdem passe ich nicht mehr in den Sattel. Nicht, dass ich das versucht hätte. Ektoplasma. Anscheinend hat Paps ein Souvenir von der letzten Ernte mitgebracht. Okay, wir haben es eingesammelt. Skelettarm. Oh, er wird mir gleich ganz arm ums Herz. Oh, mir wird's arm ums Herz. Schön. Schön, wir haben ihn eingesammelt. Warte mal, können wir damit... die Spinnenwebe kaputt machen? Der Arm reicht bis zum Faden hinauf, aber ich brauche irgendetwas Scharfes, um ihn abzuschneiden. Na, warte mal. Super. Der Arm ist perfekt als Verlängerung für die Taschensense. Jetzt brauche ich nur noch etwas, an dem ich meine neue Erfindung ausprobieren kann. Die Taschensense. Nein. Ich liebe es leider jetzt schon. Es tut mir leid. Gute Idee, aber der kleine Kerl flieht schnell zur Decke, sobald ich näher komme. Vielleicht gibt es einen Ort in diesem Zimmer, von dem aus er mich nicht kommen sieht. Na, vielleicht von hier oben. Leiter? Sie rührt sich kein Stück. Scheint, als wären die Räder, auf denen sie eigentlich sanft dahin gleiten sollte, vollkommen verrostet. Sollte es gehen. Ja. Okay, jetzt versuchen wir es nochmal. Wow,
Das nenne ich effektiv geölt. So, das Spiel gefällt mir richtig. Die Sprecherin ist auch toll. Kommt mir auch super bekannt vor. Ja, tatsächlich gibt es sehr, sehr viele Synchronsprecher und Sprecherinnen, irgendwie, die man schon irgendwie, wo es irgendwie klingelt. Aber die sind nicht greifbar, tatsächlich, irgendwie. Also mal schauen, ob wir noch drauf kommen, wer es war. Oder wer es ist. So, probieren wir mal von hier. Gute Idee, aber ich komme nicht dran. Okay. Doch eventuell vom Sessel? Wie er sich gleich verkrümelt. Ist schön. So, wir sind schön getarnt. Gute Idee, aber der kleine Kerl flieht schnell zur Decke, sobald ich näher komme. Okay. Wenn ich ihn doch nur irgendwie ablenken könnte. So, und schauen wir mal ein paar Sachen hier an. Mal gucken. Nein. Nein. Familienporträt? Das ist cool, wie Nein sagt. Nee. Lieber nicht. Nein. Nein. Vampir-Ex. Ist das denn? Nee. Das ist keine gute Idee. Einmachglas. Aha. Ein Einmachglas. Was kann das? Keine denn? Schlechte Idee, aber ich sollte es zuerst aufheben. Warum? Nun sieh sich einer meine prachtvolle Glühwürmchensammlung an. Paps hat sie mir zum 13. Todestag geschenkt. Er sagt, sie heißen Hotspots. Was immer das heißt. Da ist okay. So ein klebriger, süßlich riechender Schleim, der den Boden des Glases bedeckt. Wurde bestimmt dazu genutzt, die Glühwürmchen anzulocken. Okay, können wir das öffnen? Ich würde euch ja liebend gern befreien, aber ich krieg den Deckel nicht auf. Ach, hätte ich doch nur nicht so schwitzige Hände. Oh, ich würde ja Paps um Hilfe bitten, aber ich denke, dafür ist es nicht ganz der richtige Moment. Okay, also wir müssen das Glas aufbekommen. Können wir es einfach, ich sag mal, ins Blöd runterschmeißen von hier oben? Ich würde euch ja liebend gern befreien, aber ich krieg den Deckel nicht auf. Ach, hätte ich doch nur nicht so schwitzige Hände. Nein. Ein verschlossenes Glas. Also, ich muss das tatsächlich mit der Maustaste aktivieren. Ich würde mich gern befreien, aber ich krieg den Deckel nicht auf. Ach, hätte ich doch nur nicht so schwitzige Hände. So, jetzt kannst du damit interagieren. Nö. Nee. Bettdecke, na gut, Bettdecke wird jetzt. Ich komm nicht dran. Sollen wir es hinstellen auf die Bettdecke? Mit sicher im Inventar versuchen, okay? Ärmchen, jetzt bist du gefragt. Oh, hey, schön. Das hat geklappt! Cool, danke, Dave. Fliegt, meine kleinen Hotspots. Ihr seid frei. Oh. Die bleiben ja hier. Natürlich, sie wollen bei ihrer Retterin bleiben. Zusammen werden wir noch das eine oder andere Abenteuer erleben. Okay. Weg. Ab jetzt kannst du die Leertaste drücken, um dir die Hotspots anzeigen zu lassen. Ah, cool. Alles klar, die zeigen quasi alles an, mit dem man interagieren kann. Tisch. Den kann ich nicht bewegen. Paps würde mich umbringen, wenn ich den Boden zerkratze. Glaub mir, er macht das den ganzen Tag. Seine Hemmschwelle in diesem Bereich ist äußerst niedrig. Ich muss gerade nichts über Pflanzen nachschlagen. Okay. Vampyrex. Laut Paps das Einzige, was wirklich gegen Vampire hilft. Er sagt, Knoblauch vertreibt nur die Leute, die du liebst. Auf dem Etikett wird gewarnt, kann zu einer Reizung der Augen führen. Ah, Moment. Er besteht doch nur aus Auge. Okay, wir stellen uns mal nochmal hier, verstecken uns hinterm Sessel. Lassen ihn nochmal runterkommen. Ach, hoffentlich tut ihm das nicht weh. Oh nein, der arme Kleine. So, jetzt schnell mit der Sense.
So, mein Kleiner, wie kriegen wir dich jetzt? Na, das... Wo willst du denn jetzt schon wieder hin? Hey, hier geblieben. Bleib hier. Und wieder ist er weg. Tja. Mit dem Glas kann ich ihn nicht fangen. Warum habe ich das Gefühl, dass er sich über mich lustig macht? Das ist mir jetzt hier das Glas hinstellen. Wenn ich das Glas in die Lücke stelle, wird mein kleiner Spinnenfreund vielleicht in der klebrigen Masse stecken bleiben. Ja. So. Naja. Das jetzt klappt. Wahrscheinlich kommt er irgendwo völlig woanders raus. Hey, ja. Das hat geklappt. Wir haben ihn. So, müssen wir gleich mit dem Deckel. Und drauf mit dem Deckel. Schön, wir haben ihn. Gewonnen. Bitte wein doch nicht. Hey, ich hab ne Idee. Ich lass dich raus aus dem Glas und du bleibst in meiner Tasche. Okay. Deal. Na dann, hoffentlich werde ich das nicht bereuen. Ich weiß nicht. So, mit was können wir denn jetzt hier noch interagieren? Okay, mit der Bettdecke haben wir noch gar nichts gemacht. Ich hab schon vor Jahren damit aufgehört, mir Decken über den Kopf zu ziehen und Geist zu spielen. Die echten Toten sind bei solchen Sachen ziemlich empfindlich. Eine ernähre Aneignung. Okay, Fenster können wir auf und zu machen. Palais können wir noch spielen. Ich bin doch kein Baby mehr, das auf seinem Schaukelpferd reitet. Außerdem passe ich nicht mehr in den Sattel. Nicht, dass ich das versucht hätte. Okay, wir könnten vielleicht mal probieren, Spinnenauge mit Riss zu benutzen. Okay, vielleicht. Kleiner Freund, ich habe einen Auftrag für dich. Kannst du dich durch den Riss dort quetschen und meinen Zimmerschlüssel aus Paps Studierzimmer bringen? Klasse! Irgendwie bist du ganz süß. Viel Erfolg! Ich habe lieber ein Auge auf... das Auge. Das Radio spielt sanften Jazz. Okay, wir haben jetzt Auge. Hässlicher Gargoyle. Oh. Das ist süß. So, sehen wir denn irgendwo einen Schlüssel? Jetzt mal hier rüber. Ach Gott, er hat was eingepackt. Nein! Das Auge hat was eingepackt. Es hat doch gar keine Taschen. Oh. Seltsames Kraut und nochmal seltsames Kraut. So, können wir denn noch irgendwas machen? Können wir das Radio vielleicht irgendwie... Oh, hier können wir noch lang, aber naja, Kindersicherung. Kein Problem für uns. Oh. So, ich mach das Slide. Oh. Was war das denn gerade? Ach. Du spielst tanzbare Funkmusik. Schnell, versteck dich! Der Knopf ist kaputt gegangen. Oh nein. Oh, Papa hat den Schlüssel. So, können wir die Pfeife uns holen? Nee, macht er nicht. Sag schon mal gute Nacht, ihr Lieben. Herr Junger, gute Nacht. Danke, dass du da
warst und hab ein schönes Wochenende. Wir sehen uns am Montag hoffentlich. So. Hier, wir können tatsächlich nichts weiter machen. Thanatos. Wir können noch am Radio rumspielen. Tja, es ist jetzt besser, wenn er tanzbaren Jazz spielt, wo er so ein bisschen mit dem Kopf mitgeht. Das Problem ist, so komme ich ja auch nicht an den Schlüssel ran. Die Pfeife fässt da nicht an. Sehr schnell wieder zurück. Ups. Seltsames Kraut. Warte, du kannst doch meinen Vater nicht so einfach unter Drogen setzen. So ist der Plan. Wir wissen doch nicht mal, was für eine Wirkung diese Pflanzen haben. Und Papst hat Allergien. Der Tod hat Allergien. Ich sag nicht, lass uns nichts Dummes anstellen, aber... Lass uns vorher herausfinden, wie dumm es ist. Okay, sie hat doch ein Pflanzenbuch, ne? Sie hat doch ein Pflanzenbuch. Da muss man erstmal nachgucken, was das für Pflanzen sind. Okay, also wieder rein. Dankeschön. So, wie finde ich jetzt heraus, was das für Pflanzen sind? Ah, ich habe eine Idee. Mal sehen, ob wir meine zwei neuen Pflanzenfreunde hier drin finden. Ein magischer Bestimmungsschlüssel. Na, der kommt mir gelegen. Weiß, grau oder schwarz. Oh. Okay, nehmen wir mal die hier. Kann man die jetzt hier nicht einfach... Sie ist weiß und sie hat Dornen. Der Stängel ist ein bisschen gezackt, ne, oder? Ja. So, welche Form hat die Blüte? Die ist gezackt. Und damit... Dürften wir schon haben eigentlich, ne? So, die haben wir. Und wie geht's jetzt hier weiter? Nice. Ja. Stängel ist aber gerade. Oh, tatsächlich. Die ist es. Genauso sieht die Pflanze aus Paps Studierzimmer aus. Weiße Witwe. Auch bekannt als Hypnos Umarmung, bekannt für ihre einschläfernde Wirkung. Diese ist aber so leicht, dass sie nur zum Tragen kommt, wenn man bereits sehr müde ist. Na toll. Das geht doch nur mit Smooth Jazz. Das geht nur mit Smooth Jazz. So, gut. Die andere ist... Zack. Verdreht wahrscheinlich. Schlauchförmig. Schwarz. Und das ist die zweite. Archeronische Sumpftrompete. Berühmt dafür, die Wahrnehmung von Musik zu verstärken und daher von den Flussgeistern oft als Partydroge verwendet. Na schön. Okay, gut. Dann geben wir die jetzt zuerst. Und dann wird er hoffentlich vom Smooth Jazz so beruhigt werden, dass er danach... Ist viel zu klein. Für mich. Bereit ist für die andere Blume. So, mein Kleiner. Glubschi. Auf geht's. So, Koffer Glubschi hatte Kraut bei. Ja.
Aber tu nur gerade genug für einen Zug rein. Ich will nicht riskieren, Paps eine Überdosis zu verpassen. Okay. Oh, sieht ganz gut aus. Erstmal dancen, Alter. Natürlich. Wie schön. Das kam unerwartet. So, jetzt sieht er ziemlich groggy aus. Na, dann probieren wir mal jetzt das weiße Zeug. Müsste es eigentlich reichen. Ich will nicht riskieren, Paps eine Überdosis zu verpassen. Fängt ja erstmal an zu tanzen mit Disco-Kugel. Wie geil. So, und? Süße Träume. Und wir holen uns den Schlüssel. Was gibt's noch? Eisei, Sunshine, fieser Wicht, grüßt euch. Hi. Martin hat einen Raid gemacht hier, oder was? Was geht denn ab, ihr Couchies? Schön, dass ihr da seid. Wir spielen hier gerade ein kleines, ich möchte mal sagen, Grusel-Adventure. Irgendwie so ein bisschen Addams Family-mäßig. Martin. Gibt dein scheiß Alert nicht? Nee, weil ich über Streams mache. Was ist los? So aggressiv. Session of Masters of the Universe Comic gelesen oder was? Schön, dass ihr da seid. Balls, grüß dich. So, jetzt haben wir quasi den Schlüssel und können fliegen. Yay, wir sind frei. Ja, besser ein bisschen Spinati essen, weißt du? Du kannst doch nicht. Oh! Ganz toll. Oh! Oh! Wow, das fühlt sich verrückt an. Oh, das ist fies, Alter. Das ist fies. Alles löst sich auf. Mir wird ganz komisch. Hi, my name is Jonas. I'm from Germany and I make adventure games. Okay, let's give this another try. Alter. At the moment, I'm working on Prim. A drop-dead charming, creepy but cute point-and-click adventure game. Das ist ja geil, Alter. Das ist ja richtig no geil. No problem. Let me put it this way. Imagine Monkey Island. Woo! But Tim Burton Guybrush. The art and Terry Pratchett wrote the story, inspired by Greek mythology. That's basically what it feels like to play Prim. Oh, and it's in black and white. Ja, sehr geil. Wir haben gerade die Demo von Prim gespielt. Daughter, who receives a call for help from a human. Schön Oldschool-Adventure, tatsächlich irgendwie sehr geil, sehr schön synchronisiert. Die Mucke ist sehr cool, mit sehr viel Witz und Humor. So Prim tricks her dad. Wenn es auf jeden Fall als Vorgänger kommt, werden wir das hier spielen. Just